Alles oder nichts. Und dann auch das Gerücht um die Burg der Eldains. Wir sollten einen Kundschafter schicken. Denn es ist schon seltsam, dass sich die Familie schon seit mehreren Wochen nicht mehr schriftlich gemeldet hat. Und keiner ihrer Diener hat uns in letzter Zeit besucht, um Nahrungsmittel zu besorgen. Das ist wirklich merkwürdig. Vielleicht ist an diesem Gerücht was Wahres dran. Die Familie wurde wirklich von einem Unbekannten getötet. Aber die Familie Eldains hatte viele Diener, darunter auch fähige Krieger. Man müsste schon eine kleine Armee besitzen, damit man das Schloss übernehmen und die Familie ausrotten kann. Und es kann doch nicht sein, dass wirklich niemand eine solche Armee gesehen hat. Wirklich sehr mysteriös. Ich werde gleich mal einen Kundschafter schicken. Maria! Ja, was wünscht ihr, Bürgermeister? Schickt eine Brieftaube an den Hohen Rat und erzählt ihnen von den seltsamen Gerüchten um das Schloss. Wie ihr wünscht. Das ist aber, glaube ich, nicht gut für uns. Gar nicht gut. Ihr habt Besuch, Bürgermeister. Entschuldigt, wir haben gerade eine intensive Diskussion gehabt. Maria, schick bitte deine Taube ab. Sofort. Nun, was führt euch in mein bescheidenes Ambiente? Ach, wir wollten nur aufklären, was mit dem Schloss der Eldains passiert ist. Ihr wisst, was dort passiert ist? Kommt näher und erzählt es mir. Aber gerne. Was soll das werden? Ich ahne nichts Gutes. Warte, Sam. Sein Blick gefällt mir gar nicht. Gibt es Probleme? Probleme? Oh ja. Yeah. Und was für Probleme? Verdammt, lass es, Asgard! Hören Sie, wenn Sie Probleme haben, dann kümmern Sie sich doch darum und lassen Sie mich bitte in Ruhe. Asgard? Du verstehst es nicht, was? Du bist mein Problem! Was? Wie? Marcel. Spinnst du? Du kannst doch hier noch nicht einfach den Bürgermeister töten. Wieso denn nicht? Ich hasse alle Bürgermeister. Shenna weiß das auch. Ah, Hilfe! Halt's Maul, du Hure! Nett von dir. Du drehst jetzt vollkommen durch, oder was? Willkommen bei deiner Feuertaufe, Walner. Kommt hoch, wir müssen uns auch um das Zimmermädchen kümmern. Jam, jam. Elaine, was soll das? Ich bin genauso überrascht wie du, Walner. Hören wir gerne mal, oder? Ich muss zu Asgard. Was los? Schade. Das ist ja traumhaft. So flieg, meine Taube. Bring jetzt schön die Nachricht zum Hohen Rat. Verdammt, jetzt sind wir am Arsch. Huch, was machen Sie denn hier oben? Wir wollten eigentlich nur die Aussicht genießen. Kann es sein, dass Madame geschrien hat? Ah, du hast ein gutes Gehör. Sie hat tatsächlich geschrien. Denn ihr Mann hatte leider keine Zeit mehr dazu. Herr, ihr macht mir Angst. Ach, tu ich das? Bitte, Herr! Was zum Teufel machst du da? Walner, ich sagte dir doch bereits, dies ist deine Feuertaufe als Vampir. Vampire sind stark, Vampire sind mächtig. Zeig mal, wie mächtig du bist. Hör auf! Herr, zeig Erbarmen, hab Mitleid! Ich habe zwei Töchter, bitte verschont mich! Elende Menschenbrut! Gnade, Herr! Bitte schrei so laut du kannst, bevor du dir dein Genick am Boden brichst. Wir wollen dir doch schließlich die Aufmerksamkeit der Wachen haben. Du bist brav und du Verrecke! Nein! Du bist wahnsinnig! Na toll, und jetzt? 3, 2, 1... Da! Seht nur! Und da oben stehen noch die Täter! Schnappen wir sie! Verdammt! Komm, Elaine, es wird Zeit zu verschwinden! Elaine, kannst du mir nicht helfen, eventuell? Warum nicht? So, Elaine, kommst du? Na schön. Mich lässt du hier oder was? Es ist eine Feuerprobe, niemand hier lebend herauszukommen. Wir warten dann am Schloss auf dich. Du mieses Schwein! Vertraue auf deine neuen Kräfte. Ich weiß, du wirst es schaffen. Tschüss. Also, das ist ja. Oh, das ist. Na toll, dafür wird er büßen. Doch jetzt muss ich erstmal von hier wegkommen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir den Dornschild selber geschnappt. Ja, cool. Haben wir dich, du Bursche! Wir verkünden hiermit die Todesstrafe für den Mord am Bürgermeister, seine Frau und der jungen Maria. Falls ich verkünde die Todesstrafe für euch, schnappen wir ihn uns. Ja, das könnte ungemütlich werden. Je weniger du dich wehrst, umso schneller sind deine Schmerzen vorüber. Das könnte sehr ungemütlich werden. Aber...
packen das schon. Dann geht aus. Eisball. Mach mich viel Leben. So, jetzt könnten wir mal hier was gebrauchen namens Heilfiole. Aber das fängt an zu fliegen. So, hier. Das ist nicht tot. Yay! So, jetzt nochmal einen Eisball in Richtung dieser Wache. Yay! Ist gut. So, Fähigkeit nochmal zusaugen. Oh, jetzt wird's eng, jetzt wird's richtig eng. Ja! So, Feuerball. Und bleibt mal ein Angriff und dann könnte es das schon gewesen sein. Den? Nein. Aber noch einen Angriff. Jetzt. Nein? Jetzt ein Angriff. Jawohl. Und tschüss. Nochmal. Feuerball. Gerne mal die düstere Wolke probieren. Ich kann nichts mehr sehen. Super. Und nochmal hier. Ich könnte nochmal gebrauchen. 15. Au. Kritischer Treffer und tschüss. Das war nicht gerade die leichteste Aufgabe. Level 2. Ihr dummen Menschen. Jetzt muss ich zurück zum Schloss. Super Nettie. Oh, hier Kontakt. Ein wirklich grausamer Mord. Ja, was sagt sie zu dem? Wirklich unglaublich, wie brutal Asgard tötet. Und das ohne jeden Skrupel. Ja, Mensch, was soll es? Hört sich viel an, na super. Wenn wir schon hier und so, nicht? Dann können wir ja auch hier und so. Hier kommen wir sicher nicht rein. Verschlossen, wo siehst du? Asgard, du wirst schon dafür jubeln wir dir irgendwann mal ein Furzkissen unter, also das muss sein. Asgard ist wirklich wahnsinnig. Jo, könnte man so sagen. Was? Also Schnauze, komm. Ist nicht euer Ernst. Nein, was ist das? Nützt ja nicht. Krieg ich dann ein letzte. Schön. Na klasse. Na klasse. Würde ich sagen, machen wir schnell ab und... Jo. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Das kommt aber gegen bedeckt den Boden. Das ist doch schön. So. Na komm, kannst du weggehen. Feuerball. Ja, hier um diese Wolke wäre nicht besser. Ach Mann. Du bist blind. Ach, so gut. Komm, du bist blind, also jo. Verhalte dich auch entsprechend. Und? Könnte schon gewesen sein, aber. Eure Gegner bedeckt den Boden. Und tschüss. Bitte. So, ich würde sagen, das wäre schon eine gute Möglichkeit, hier zu speichern. Haben wir jetzt schon einige Speichersteine. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Das ist wahr. Und wie wir zu Asgards Schloss zurückkehren, werden wir in der nächsten Aufnahme machen. Weil ich jetzt noch was zu tun habe, von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen weiteren Resttag oder Nacht oder wann auch immer ihr das schaut und hoffe immer schön bewerten, kommentieren und vielleicht weitererzählen, was ich hier so mache und bis dann. Tschüss.